So, was haben wir hier gegeben? Wir haben hier erstmal das Festlager A. Wir haben hier ein Gleitlager B, ein Festlager C, eine Ecke E, einen Balken der Länge 2 Meter, einen Balken der Länge 5 Meter und der hier hat die Breite 4, die Höhe 3, also die Länge nach Pythagoras 5. Q1 ist gegeben als 1 Kilonewton pro Meter, Q2 sind gerade Q1 waren 2 Kilonewton, Q2 gleich 1 Kilonewton pro Meter, EI 10.000, EA und GA unendlich. Dann haben wir Temperatur 1,2 mal 10 hoch minus 5 Kelvin hoch minus 1, also Stahl. Delta T zu H ist also die Höhenänderung pro Querschnitt, das sind 40 Kilonewton pro Meter. Eine Zwangsverformung W. Dieser Knoten hier geht um eine Strecke von 1 cm gleich 0,01 Meter nach unten und die Drehfeder hat eine Konstante von 10.000 Kilonewtonmeter pro Radiant. Eine interessante Frage ist noch, was wir uns unter der Temperatur vorstellen wollen. Ich gehe davon aus, dass das hier erwärmt und das hier abgekühlt wird und dass das nur in dem Teil hier passiert und nicht in dem Teil hier, was in der Aufgabenstellung zwar zu vermuten ist, aber nicht vollkommen geklärt ist. So, wir sollen erstmal ein Ersatzsystem machen. Um dieses Ersatzsystem zu machen, gehe ich von folgendem System aus. Ich sage erstmal, ich habe hier ein Festlager und ich habe hier ein Gleitlager. Dieses System ist statisch bestimmt und damit ist der Punkt hier fest. Jetzt baue ich hier drauf ein weiteres System, das ist das Festlager, das hier ist das Gleitlager und sage, das hier ist das Ersatzsystem. Wer dort unsicher ist, der kann auch nochmal nachzählen. Wir haben hier einen Teil und hier zwei Teile. Wir haben also drei Teile und für jedes dieser Teile stellen wir zwei Gleichungen auf, denn wir haben die Summe der Kräfte in x- und y-Richtung und die Summe der Momente. Wir haben also da sechs Gleichungen zur Verfügung. Und jetzt können wir zählen, hier sind drei Lagerkräfte, eine Lagerkraft, zwei Lagerkräfte. Das heißt, wir haben sechs Lagerkräfte und dann haben wir hier in dem Gelenk noch zwei Zwischenkräfte und das sind acht Unbekannte. Das Abzählkriterium liefert also, dass es zweifach statisch unbestimmt ist. Wesentlich schneller kommt man da drauf, indem man sagt, ja, hier, das ist ein Träger auf zwei Stützen, der Punkt ist fest, der wird angehängt. Was haben wir also gemacht? Wir haben sozusagen die Drehfeder, ich male das mal hier an, abgeschnitten. Und hier einen Moment eingefügt als x1. Und dann haben wir hier eine Kraft eingeführt. Und die Kraft führe ich jetzt in dieser Richtung an und sage, diese Kraft ist x2. So, und warum habe ich die so eingeführt? Natürlich, eine Drehfeder ist immer sehr praktisch zu schneiden, besonders wenn ich die Momentenfläche suche, dann kriege ich nämlich gleich das Moment an der linken Seite raus. Das ist schon mal sehr praktisch. Wenn ich eine Zwangsverformung habe, dann muss ich mir natürlich sehr wenig Sorgen machen. Wenn ich gleich in der Richtung der Zwangsverformung eine statisch unbestimmte ansetze, dann kann ich sagen, die Verschiebung in der Richtung ist gegeben und fertig. So, wir wollen uns jetzt mit der M0-Fläche beschäftigen. Die M0-Fläche wird wie folgt ermittelt. Die Drehfeder ist also geschnitten und liefert nichts. Dann haben wir da oben die berühmte Parabel QL². Die können wir also schon mal ausrechnen. Ich zeichne erstmal das System zu Ende. So. Und hier also ein Gleitlager. Hier kann ich also sagen, B ist gleich 4, H ist gleich 3, L ist gleich 5. Und wir bekommen damit die Parabel raus. Und das ist Q2 mal L² Achtel und das sind 3,125. Das nenne ich auch einfach M oben. So, und jetzt geht es weiter. Wir können diese Kraft einmal so aufteilen. Das ist also Q2 mal 5. Das sind 5 Kilonewton. Die kann ich aufteilen in Q2 mal B und Q2 mal H. Also habe ich horizontal 4. Und horizontal 3 und vertikal 4. So, und wenn ich jetzt die Summe der Vertikalkräfte mache, können die Vertikalkräfte natürlich nicht aufgenommen werden, sodass ich von vornherein die Kraft in diesem Lager hier kenne. Wir haben also einmal die resultierende 4 hier und diese resultierende hier ist nochmal 4, nämlich 2 Kilonewton pro Meter mal 2 Meter. Wir haben also hier eine 4 und auch hier eine 4, weswegen die Summe der Vertikalkräfte
uns hier 8 kN liefert. Jetzt kann ich das Moment in der Ecke ausrechnen. Ich nenne das mal M unten. Und dieses M unten sind jetzt die 8 kN mal 2 Meter minus die 4 kN mal 1 Meter. Und das sind gerade 16 minus 4 sind 12 kN Meter. Wir können also erstmal diesen Wert mit der 12 verbinden und hier die 12 mit der 0 verbinden. So, dann muss ich aber berücksichtigen, dass ich hier noch eine Parabel habe. Ich mache das mal als Explosionszeichnung und habe hier noch drauf Q1 mal 2 Meter zum Quadrat dividiert durch 8. Und wenn ich das einsetze, 2 mal 2 mal 2 durch 8, gibt das gerade 1 Kilonewton Meter. Das hier ist also eine 1. Fehlt noch das Temperaturmoment. Das Temperaturmoment bewirkt, dass sich der Balken im Prinzip so rum durchbiegt. Also die Temperatur bewirkt erstmal, dass der sich so rum durchbiegt. Und wir definieren jetzt ein Scheinmoment, MT. Das ist E I Alpha mal Delta T durch H. Und dieses Temperaturmoment können wir ausrechnen und bekommen 4,8 kN Meter. Das ist also, wie gesagt, ein Scheinmoment, das zwar die Verformung der Temperatur korrekt wiedergibt, das aber in Wirklichkeit nicht da ist. Und wenn ich nachher die Momentenfläche male, muss ich dieses Moment wieder wegnehmen. Und wenn ich Verformung ausrechnen will, dann muss ich das Moment wieder dazufügen. Das ist also das Temperaturmoment. Das Ganze ist also eine M0-Fläche und diese M0-Fläche hat auch eine Dimension und diese Dimension ist Kilonewton Meter. So, dann sind wir bei der M1-Fläche. Die M1-Fläche wird also im Prinzip wie folgt gemacht. So, mit den Farben, das muss ich noch ein bisschen üben. So. Also wieder auf unserem statisch bestimmten Ersatzsystem setzen wir hier ein 1-Moment an. So, das heißt, dann habe ich erstmal hier in meiner Drehfeder das Moment 1. Dann kann ich die Summe der Momente um den Punkt machen. Hier oben spielt sich natürlich überhaupt nichts ab. Das Ding ist komplett kräftefrei und kann ich wegnehmen. Summe der Momente um den Punkt liefert hier eine Kraft von 1 Fünftel. Das heißt, diese Seite ist gezogen. Und dann, wenn ich die 1 Fünftel mal 5 Meter nehme, habe ich hier die Momentenfläche. Das ist gerade eine 1. Das ist eine M1-Fläche und die Dimension ist dimensionsfrei. Das ist also eine dimensionslose 1. So, dann sind wir bei der M2-Fläche. Bei der M2-Fläche malen wir erstmal wieder das System auf. Und fangen an. Wir haben also was gegeben. Hier eine 1-Kraft. Das ist eine Pendelstütze, dimensionsfrei. Summe der Vertikalkräfte ist die Kraft 1 hier. Die Kraft 1 mal 2 Meter genommen, gibt hier das Moment, das ist 2. Und hier hinten muss das Moment wieder 0 sein. Und fertig ist die M2-Fläche. Und eine dimensionslose 1 mal 2 Meter gibt die Dimension Meter. So, jetzt wollen wir also anfangen zu überlagern. Die Überlagerung sagt Folgendes aus. Hier muss erstmal die relative Verdrehung der Schnittufer 0 sein. Und diese setzt sich zusammen aus Delta 1, 0. Das ist die relative Verdrehung der Schnittufer durch die äußere Last. Plus x1 mal Delta 1, 1 plus x2 mal Delta 1, 2 gleich 0. Das bedeutet also, dass die relative Verdrehung der Schnittufer an dieser Stelle durch die Last, durch das Moment x1, also durch diese Unbekannte hier und durch die Unbekannte hier zusammen 0 ergibt. Auf der anderen Seite weiß ich, dass die Verschiebung hier gerade w ist. Ich weiß also, dass Delta 2,0 plus x1 mal Delta 2,1 plus x2 mal Delta 2,2 gerade gleich der vorgegebenen Verschiebung sein soll. Damit bekomme ich erstmal ein Gleichungssystem. Delta 1, 1, Delta 1, 2, Delta 1, 2 und Delta 2, 2 mal x1 und x2
ist gleich minus Delta 1,0 minus Delta 2,0 und plus W. Dieses Gleichungssystem wollen wir jetzt aufstellen und lösen. Delta 1,1 bedeutet also, ich überlagere die 1-Fläche mit sich selber. Dann muss ich erstmal das Moment in der Drehfeder mit sich selber überlagern. Dann muss ich im Prinzip diese Fläche hier mit sich selber überlagern. Tafelwert 1, das Moment zum Quadrat ist 1 Quadrat, die Länge ist 2. Wir teilen das Ganze durch EI. Jetzt muss ich noch das Dreieck mit sich selber überlagern. Tafelwert ist 1 Drittel, das Moment ist 1 Quadrat, die Länge sind 5 Meter übrigens. Und das Ganze durch EI geteilt. Und wenn wir Glück haben, haben wir den richtigen Wert im Rechner. Und da habe ich für mein Delta 1,1 raus 466,7 mal 10 hoch minus 6, glaube ich. Und das waren dann eben im Prinzip, hier habe ich also im Prinzip Meter, hier habe ich Kilonewton Meter Quadrat und das gibt 1 dividiert durch Kilonewton Meter. Jetzt rechnen wir das Delta 2,2 aus. Das bedeutet, wir überlagern diese Fläche mit sich selber. Der Tafelwert ist 1 Drittel. Das Moment sind 2 Meter zum Quadrat. Die beiden Dreiecke kann ich zusammen machen. 2 Meter plus 5 Meter sind 7 Meter. Das mache ich aus Faulheit. Ich könnte die Dreiecke auch einzeln addieren. Und EI. Und dann habe ich bereits alles ausgerechnet und bin fertig mit meinem Delta 2,2. Für das Delta 2,2 haben wir raus 933,3. So, und das ist mal wieder mal 10 hoch minus 6, hoffe ich. Bin mir gar nicht sicher. Ja, ist das EI, das die Sache so klein macht? Und dann habe ich hier eben Meter Quadrat, Meter hoch 3. Das heißt, ich habe Meter pro Kilonewton raus. Bleibt das Delta 1,2 auszurechnen. Ich überlagere die 1 mit der 2-Fläche. Die 1 mit der 0. Jetzt wird das mit dem überlagert. Das ist gerade 1,5 mal 1 dimensionslos. Mal 2 Meter, mal der Länge 2 Meter, geteilt durch EI, plus das mit dem, wäre 1 Drittel, mal dimensionslose 1, mal 2 Meter, mal 5 Meter und geteilt durch EI. So, für das Delta 1,2 hätte ich also anzubieten 533. Und das wäre jetzt 1 pro Kilonewton, weil sich Kilonewton Meter Quadrat mit Kilonewton Meter Quadrat gerade aufheben bleiben, mit Meter Quadrat aufheben bleiben nur die Kilonewton im Nenner. So, wir sind beim Delta 1,0. Wir wollen jetzt überlagern diese Fläche hier mit dieser Fläche hier. So, fangen wir mal irgendwo an, zum Beispiel das Dreieck mit dem Rechteck. Das gibt gerade 1,5 als Tafelwert. Jetzt habe ich hier 12 Kilonewtonmeter. Dann habe ich hier eine dimensionslose 1, die Länge 2 Meter und das Ganze geteilt durch EI. Das ist also diese Fläche mit dieser Fläche. Diese Fläche mit dieser Fläche. Tafelwert ist 2 Drittel. Dann habe ich dort wieder 1 Kilonewtonmeter. Eine dimensionslose 1, eine 2 Meter und teile das Ganze durch EI. So, jetzt wird überlagert das mit dem. Das gibt gerade 1 Drittel als Tafelwert, die 12 Kilonewtonmeter, die dimensionslose 1, die Länge 5 Meter und das Ganze geteilt durch EI. War diese Fläche mit dieser Fläche, kommt diese Fläche mit dieser Fläche. Dann kommt also dazu, Tafelwert 1,5, das Temperaturmoment hatten wir MT bezeichnet, das waren die 4,8. Dann habe ich hier Kilonewtonmeter, dann habe ich hier wieder die dimensionslose 1, die 5 Meter
und das Ganze durch EI geteilt. Oben muss ich nichts überlagern, das heißt, ich bin fertig. Und für dieses Delta 1,0 habe ich raus 4533 mal 10 hoch minus 6. Die Dimension, wir haben hier also Kilonewton, Meter Quadrat, dividiert durch Kilonewton Meter Quadrat, das heißt, das ist dimensionsfrei. Und das ist im Prinzip der Winkel, der durch die äußeren Lasten entsteht. Das dimensionsfrei wäre also richtig. So, Delta 2,0 ist die Verformung, die an dieser Stelle durch die äußeren Lasten entsteht. Die Einheit ist natürlich Meter. Wir überlagern jetzt also diese Fläche mit dieser Fläche und fangen an mit Dreieck und Dreieck. Und Dreieck und Dreieck, die können wir gleich in einem durchziehen. Sagen, der Überlagerungswert ist ein Drittel. Dann haben wir hier 12 Kilonewtonmeter. Dann haben wir hier 2 Meter. Eine Gesamtlänge von 7 Meter, sind beide Dreiecke zusammen erfasst. Das durch EI geteilt. Und jetzt habe ich die beiden und die beiden überlagert. Fehlt das mit dem. Überlagerungswert ist ein Drittel. Dann habe ich einmal eine 1 Kilonewtonmeter. Dann habe ich hier eine 2 Meter. Dann habe ich nochmal eine 2 Meter. Und das Ganze durch EI geteilt. So, jetzt müssen wir noch das Temperaturmoment mit dem hier überlagern. Tafelwert ist 1,5. Das eine ist das Temperaturmoment, 4,8 Kilonewtonmeter. Das andere ist eine 2. Die Höhe ist 5 Meter. Das Ganze wird durch EI geteilt. Und dann sind wir auch schon fertig mit der Sache und haben das Delta 2,0 ausgerechnet. Und was habe ich für das Delta 2,0 anzubieten? Ja, ich müsste das nochmal alles besser aufschreiben. 8133 mal 10 hoch minus 6 und die Dimension ist Meter. Das ist also die Verschiebung, die durch die äußeren Lasten auftritt. So, jetzt haben wir das Gleichungssystem hier oben und lösen das auf. Und wir erhalten x1. Für das x1 habe ich anzubieten minus 34,59. Kilonewtonmeter, das ist das Moment in der Drehfeder. Und für das x2 habe ich anzubieten, das wäre also die Kraft im oberen Lager, minus 21,76 Kilonewton. So, und dann kann ich eben im Prinzip ausrechnen, das Moment in der Rahmenecke. Dazu addiere ich die Nullfläche plus x1 der 1 Fläche plus x2 der 2 Fläche. Das heißt, in der Nullfläche habe ich also erstmal 12 Kilonewtonmeter. Dann habe ich da stehen plus, das ist eine dimensionslose 1, mal dem x1. Und jetzt habe ich hier 2 Meter mal dem x2. Also addieren der Nullfläche plus der x1-fachen 1 Fläche plus der x2-fachen 2 Fläche ergibt gerade das Moment in der Ecke. Da kommt raus 20,94 Kilonewtonmeter. Wir erinnern uns daran, das Temperaturmoment ist ein Scheinmoment und darf hier nicht auftauchen. So, damit können wir eigentlich die Momentenfläche bereits zeichnen, denn wir haben als x1 das Moment in der Drehfeder, wir haben als x2 als das Moment in der Ecke und wir haben auch das Moment oben und können jetzt zur Tat schreiten. Wir stellen also erstmal fest, dass x1 sind minus 34, wir haben es so rum angesetzt, es wirkt also so rum und so rum und sind die 34,59. Die wirken also, Moment, so rum habe ich es angesetzt, so rum muss ich den Pfeil zeichnen, müsste also richtig sein. Und das ist jetzt ein negativer Pfeil, 34,59. So, und dann geht das hier auf Plus, 34,59. Dann habe ich dort 20,94 und auch hier Plus 20,94.
Das Temperaturmoment dient also nur dazu, die Verformung in den Griff zu kriegen. Und wenn ich Momentenfläche zeichne, fällt das Temperaturmoment wieder weg. Hier haben wir nur QL-Quadrat-Achtel 3,125. Das ist die endgültige Momentenfläche, die Dimension Kilonewtonmeter und natürlich die 34,59 in der Drehfeder. So, ich denke, damit ist die Aufgabenstellung gelöst. Habe ich was Wesentliches vergessen? Ich hoffe nicht. Sollten andere Ergebnisse auftauchen und alle die Ergebnisse nicht stimmen, kann ich gerne nochmal alle Größen nachrechnen. Ja, und ich hoffe, es ist alles soweit verstanden worden. Ich kontrolliere gerade nochmal die Werte so für mich, ob ich da alles so richtig habe. Delta 1,0, ein Drittel. Ja, da. Ich gucke gerade nochmal alles so nach, ob das dasselbe ist, was ich gerade alles aufgeschrieben habe. Das sieht ganz gut aus. Also hier kann man sich am ehesten vertun bei dem Delta 2,0. Ich vergleiche nochmal alle Terme, ob das dasselbe ist, was ich hier stehen habe, auf meinem kleinen Zettel. Und es sieht so aus, als ob ich alles genauso wieder gemacht habe wie eben. Ja, und leider habe ich die Werte im Rechner schon gelöscht, aber ich habe die Papier jetzt vom Papier abgeschrieben. Ich hoffe, dass alles stimmt. Ja, ist noch was dazu zu erläutern? Also wir gehen das Ganze nochmal durch. Erstmal beim Ersatzsystem mit Freuden eine Drehfeder schneiden, weil ich das Moment dann gleich bestimmt kriege. Dann immer, wenn ich eine Zwangsverformung habe, möglichst eine unbestimmte in der Zwangsverformung annehmen, weil ich dann das Gleichungssystem besonders einfach aufstellen kann. Dann stelle ich eben auf eine Nullfläche, eine Einsfläche, eine Zweifläche und das Gleichungssystem. Das Gleichungssystem sagt aus, dass die relative Verschiebung der Schnittufer hier 0 ist, durch die äußere Last, durch x1 und x2. Und dass die Verschiebung an dem Lager hier w ist, durch die äußere Last, durch x1 und x2. Hier, das muss natürlich eine x1 sein, da habe ich mich ein bisschen verschrieben. So, das gibt also dieses Gleichungssystem, weil ich bringe natürlich diese Terme hier jetzt auf die andere Seite, die kommen hier rüber. Dann habe ich dieses Gleichungssystem und damit habe ich die beiden Unbestimmten. Wenn ich die beiden Unbestimmten habe, brauche ich nur die Nullfläche, Einsfläche und Zweifläche zu addieren. Die beiden hier natürlich mal x1 und x2 und es kommen auch wieder die richtigen Dimensionen raus. Und ich brauche im Prinzip nur das Moment an der Stelle hier auszurechnen. Das ist einfach bekannt, das ist x1 und das Moment an der Stelle, das ist das hier plus 1 mal x1 plus 2 mal x2. Wenn ich die Momente hier und hier habe, brauche ich die mit der Null zu verbinden. Das Temperaturmoment darf in die Momentenfläche nicht eingehen. QL Quadrat Achtel kenne ich schon vorher und damit ist die Sache erledigt.